Die Anzeichen, dass Christian Pulisic im kommenden Sommer seine Zelte bei Borussia Dortmund abbricht, verdichten sich immer mehr. Wie der Telegraph meldet, hat der BVB seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, den 20-jährigen Senkrechtstarter für umgerechnet knapp 79 Millionen Euro abzugeben. Laut dem Blatt sei vor allem der FC Chelsea scharf auf Pulisic und sei daher bereit, die Konkurrenz aus Liverpool mit einem entsprechenden Angebot früh auszustechen. Pulisic, der mehrfach erklärt hatte, dass die Premier League sein Kindheitstraum ist, würde dem BVB nur noch 2019 Transfereinnahmen bescheren, da sein Vertrag ein Jahr später ausläuft. Noch wahrscheinlicher ist ein BVB-Abgang von Shinji Kagawa und das wohl schon in diesem Winter. Er habe nichts zu verlieren und das Gefühl, sein Umfeld ändern und eine neue Herausforderung annehmen zu wollen, sagte Kagawa, der aktuell nur ein Reservistendasein fristet, einer japanischen Sportzeitung. Ich möchte für diese Situation eine Lösung finden. Eine besteht darin, das Team zu wechseln, so Kagawa, dessen erklärtes Wunschziel Spaniens La Liga ist, weiter. Toni Kroos stand offenbar unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League. Das verriet David Moyes. Toni hat mit mir vereinbart, dass er zu Manchester United wechselt, sagte der ehemalige Red Devils Coach bei TalkSport. Bevor der deutsche Nationalspieler 2014 vom FC Bayern zu Real Madrid wechselte, soll er sich mit Moyes getroffen haben. Dieser hatte vor der Saison 2013-2014 das Traineramt bei United von Sir Alex Ferguson übernommen, wurde jedoch noch vor dem Ende der Spielzeit entlassen.